It's Yuki Time und damit herzlich willkommen zu meinem wahrscheinlich größten, unendlichsten YouTube-Projekt Terraria. Wir spielen im Einzelspielmodus und ihr seht, hier ist ein dritter Charakter und ihr fragt euch sicherlich, was will Yuki mit einem dritten Yuki? Ganz einfach, wir haben gestern, und ihr werdet es nicht glauben, ich habe gestern mein allererstes Let's Play Together gemacht mit dem YouTuber Raffi. Und ja, da werden wahrscheinlich Haufen Verlinkungen kommen. Wir machen das so übrigens, dass ein Let's Play dazu auf seinem Kanal ist, eins auf meinen. Also immer hin und her. Und das ist ziemlich cool. Also im Mehrspieler-Modus macht dieses Spiel. Oh, ich wurde getötet. Im Mehrspieler-Modus macht dieses Spiel richtig Fun. Ja, gut, dazu jetzt nur so viel. Wir sind ja jetzt wieder hier. Und ja, ich mache jetzt hier noch eine Fackel, weil ich gerade eine Fackel in der Hand hatte. Ja, was macht man jetzt Schönes? Ich muss mich jetzt erstmal hier wieder reindenken. Wir machen jetzt erstmal hier alles zu. Hier wurde ich gest Hier bin ich aus Versehen gestorben, okay. Okay, ich verstehe zwar nicht warum. Tja, wir gehen jetzt. Ach so, wir wollten ja eigentlich nach unten bauen. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und ich habe natürlich nicht mehr eine Spitzhacke, ne? Nee, ich glaube es echt nicht. Also, dieses Spiel macht mich noch fertig. Ich habe wieder mal keine Spitzhacke. Unglaublich. So, jetzt voll die Verarsche hier gerade. Wie das sowieso mal passieren kann. Und ah, das ist garantiert noch irgendein Bugfix, was die beheben müssen. Also ich bin gespawnt, bin sofort gestorben aus irgendeinem Grund. Und ich habe keine Spitzhacke mehr. Also entweder habe ich die jetzt verloren und ich kann jetzt auch hier nicht mehr runter, weil ich ja so schlau war und das zumachen musste. Ja, kann man nichts, kann man nur noch eins machen. Auf Einstellungen, Speichern und Beenden. Ihr kennt sicherlich schon den Trick. Wir gehen wieder auf den Einzelspieler. Yuki. Ach so. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich glaube den Yuki nehmen. Und in die Welt Öpol, weil ich habe ja da noch gar keine Truhen. Oh, das Let's Play beginnt schon wieder richtig super, Leute. Gut, dass wir wissen, was wir machen müssen. Oh Mann, ey. Naja, egal. Wir nehmen es trotzdem. Ich nehme es ja trotzdem auf. Das gehört dazu, Leute. Das ist nicht perfekt. Das ist. Ist halt ein Let's Play. Da kann alles passieren. Ja, hier haben wir natürlich zwei Spitzhacken sogar. Na, das passt ja. Als hätte der Yuki vom anderen Yuki die Spitzhacke geklaut. Unglaublich. Ja, hier seht ihr mal die Welt Öpol. Ihr seht immer was von dieser Welt. Ich weiß auch nicht, vielleicht soll ich ja die Welt lieber Let's Playen. Keine Ahnung. Hier bin ich wenigstens schon vorangekommen. So im privaten Spielbereich. So, wir gehen jetzt hier hoch. Gehen zur Truhe, drücken die rechte Maustaste, gucken, was wir hier so Schönes haben. Und wir nehmen die Kupferspitzhacke, hauen sich hier rein. Auf Einstellungen, Speichern und Beenden. Warten kurz, gehen wieder auf Einzelspieler, gehen auf unseren Yuki, gehen wieder in die Welt Öpol und schnappen uns eiskalt die Spitzhacke. Und wenn wir das geschafft haben, vielleicht wird mal das Let's Play ein bisschen länger gehen. Wir möchten heute wirklich mal was schaffen. Das ist ganz wichtig, dass wir endlich mal was schaffen. Wir sind ja hier und wollen ja nicht nur faulenzen, wir möchten ja auch mal was schaffen. Wir möchten doch mal was sehen von dieser tollen Welt. Warum machst du uns das so schwer? So, Spitzhacke hier rein. Einstellungen, Speichern und Beenden. So, nachdem wir das geschafft haben, drücke ich wieder auf Einzelspieler. Dann drücke ich auf Yuki. Und dann auf die Welt Lodikus, ne? Ja. Lodikus. Die Welt, die aus einer Toilette entsprang. Oder die Idee dieser Welt entsprang aus einer Toilette. Oh Mann, okay. Okay, es geht los. Hotbar entriegelt. Jetzt versuche ich wirklich mal schnell mit den Tasten zu wechseln. Ist jetzt gerade passiert. Jetzt werde ich erstmal hier ein Loch buddeln. Wunderbar. Hui, hui. So. Ich buddel jetzt einfach mal nach unten, weil es mir jetzt auch egal. Ganz ehrlich, ist mir jetzt völlig egal, was wir hier machen. Hauptsache, wir machen jetzt endlich mal was. Warum bin ich jetzt hier lang gegangen? Das muss doch einen bestimmten Grund gehabt haben. Ah, vielleicht wegen der natürlichen Höhle hier? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es gleich herausfinden, was ich mir dabei dachte.
Wir wollen ja ein unterirdisches Tunnelsystem bauen. Mal hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Oh, ein Bogen. Noch irgendwas haben wir gefunden. Da ist noch eine Vase. Komme ich da ran? Ja, Kupfermünzen und Silbermünzen. Dann nehme ich mir eine Fackel. Platziere die mal hier hin. Dann platziere ich mal hier noch eine Fackel hin. Oh, da haben wir ja schon wieder Wasser. So. Für alle, die jetzt erst einschalten, also ich tue ja immer so, als würden auch neue Zuschauer dazukommen, die das hier interessiert, was ich hier mache. Ah, ganz rechts, da sehen wir ja schon wieder. Ich glaube, wir wollten erstmal, ich hatte mir doch, glaube ich, eine Mine gebaut und die wollten wir jetzt irgendwie verbinden, ne? So, jetzt nochmal zurück zu den Zuschauern, die vielleicht jetzt erst einschalten. Ich spiele Terraria. Ist so ähnlich wie Minecraft, man muss craften, Dinge sammeln. Man kann die komplette Welt zerstören, man kann was Neues aufbauen. Und mit dem Ziel, was hat, ist das Ziel des ganzen Spiels? Abenteuer erleben, Monster besiegen, es gibt hier Weltbosse, aufrüsten. Hier gibt es Terrarien, also unterschiedliche Gegenden. Was weiß ich, eine Feuerwelt, was weiß ich, keine Ahnung. Und so weiter und so fort. Und was ist noch entscheidend? Mal kurz überlegen. Ja. Dass ich euch auch vor allen Dingen zeige, wie man was baut. Und dass man vor allen Dingen auch mal so die Welt ein bisschen erkunden. Und ich sehe jetzt schon wieder hier eine natürliche Höhle. Ist total geil. Und das Ganze mache ich dann noch im Multiplayer, wie gesagt, mit dem anderen YouTuber Ruffy. Einfach, weil Multiplayer macht ja übelst Bock und so. Und im Multiplayer, Leute, warum nicht? Und ich sehe hier schon, das ist so goldig. Bitte sagt, dass das Gold ist und kein Sand. Okay, es ist Sand. Meine Illusionen wurden zerstört. Überlegt mal, hätten wir jetzt Gold gefunden. Das wäre ja richtig heftig. So, erstmal hier alles abbuddeln. Bam, bam, bam. Ja doch, Sand ist glaube ich aber auch nicht schlecht. Da können wir, glaube ich, wenn wir einen Ofen haben, mit Sand kann man ja immer was Gutes machen. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir uns schon gleich verbunden mit der anderen Welt. Und wir hatten, glaube ich, schon, ja, wir haben schon ein Lebenskristall gefunden. Lebenskristalle gibt es hier auch. Das war schon mal so das erste kleine Highlight in diesem Spiel. Ich hoffe, ich kann uns hier noch ein paar mehr Highlights bescheren. Aber zum ersten Mal würde ich sagen, und das müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen bejubeln, geht es voran. Wir bauen ja hier wirklich mal richtig viel ab. Brennen ein bisschen rum. Soweit wir das hier können. Ja, wir möchten hier mal was richtig Cooles machen, ohne Scheiß. Und achso, ich bin natürlich ganz gespannt auf eure Tipps und Tricks und schreibt es in die Kommentare, da sehe ich es eh am ehesten und am besten kurz und knapp, nicht so wie ich hier, ich laber ja hier immer übelst viel rum, damit es nicht nur so überlangweilig wird. Und ja, bisschen abbauen und so weiter und so fort. Gehört dazu zu so einem Spiel, das ist ja klar. Wenn ihr das nicht macht, dann geht es auch nicht voran. Ja, was gibt's noch so zu erzählen? Puh, ja, ich habe mir jetzt noch Left 4 Dead... Nee, wie heißt das gleich? Left 4 Dead 2, genau. Left 4 Dead 2 habe ich mir noch geholt. Angeblich nur im Multiplayer geil. Vielleicht wird das ja auch ein Let's Play Together Projekt. Ich weiß es noch nicht. Im Grunde genommen, Leute, ich habe so viele Spiele, ja. Das kann ich jetzt mal hier so nebenbei quatschen. Während ich hier so ein bisschen abbaue. Ist natürlich so richtig cool, ja. Ich hoffe, ihr holt euch auch richtig viele Spiele. Sonst ist das Leben langweilig. Was gibt's Geileres als Spiele? Ja. Keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht. Ah, jetzt sind wir hier durchgestochen. Ich habe mir so richtig viele Spiele geholt, das ist unglaublich. Weil die alle im Angebot waren, da musste ich zuschlagen. Da kommt zum Beispiel noch Slender The Arrival, das ist ein Horrorspiel. Slender, ich sag mal, das sagt ja alles. Jetzt ist natürlich die Frage... Weil eine, na gut, das ist eine Freundin, die kenne ich, die kennt mich ein bisschen besser und so. Das ist natürlich die Frage, ob ich überhaupt für Horror-Let's Plays geeignet bin. Es kann natürlich jetzt sein, dass er lieber hier zuschaut, wie ich hier das hier mache, ja, ein bisschen abbaue und so. Weil Outlast, ich weiß nicht, mache ich Outlast gut? Das müsst ihr gerne mal reinschreiben. Ich bin übrigens gerade dabei, parallel das hochzuladen, da ist was schief gegangen. Ja, man meldet sich, ja, ist so witzig. Ich lade auf der einen Seite gerade irgendwie ein Video hoch, bin da angemeldet auf YouTube und zum anderen möchte ich mich mal mit meinem anderen Gmail-Konto anmelden, um mal zu checken, ja.
habe ich denn mal eine richtig wichtige E-Mail von der Uni? Ja, kann ja sein, ja, dass die Uni mal geschrieben hat, hier ein Dozent oder so, keine Ahnung. Und was passiert? Ja, ich habe mich ja mit einem völlig anderen E-Mail-Konto angemeldet. Und dann meckert auf einmal YouTube rund und sagt, ja, sie haben sich abgemeldet und so. Und dann will ich mich wieder anmelden. Und dann muss ich ja theoretisch die Seite verlassen. Und was passiert dann? 86% waren hochgeladen und dann war alles weg. Alter, und gerade hier bei meiner Internetleitung, ja. Das ist so ein Betrug, Leute. Mal ist die Internetleitung richtig gut, ja. Dann warte ich nicht mal, naja, ein bisschen mehr als eine Stunde. Und manchmal, da warte ich ein halbes Jahr, ehe das Video oben ist. Ja, könnte man sich immer aufregen, aber... Ich bin ja ein positiv eingestellter Mensch. Ui, hier geht's ja richtig tief runter, siehst du? Jetzt habe ich mal mich richtig hier von der Seele befreit, ja. Was ich wieder für einen negativen Tag habe. Oh Mann. Ja, gut. Ich habe es überlebt, ich lebe noch. Die Welt ist nicht untergegangen. It's Yuki Time, sage ich immer noch gerne. Ich lade immer noch gerne YouTube-Videos hoch. Also YouTube hat es noch nicht geschafft, ja, mich hier... mir den Spaß zu nehmen. Oh, was habe ich denn jetzt gefunden? Ui, das kenne ich noch gar nicht. Ein seltener Gegenstand. Und schaut mal, Leute, wie tief wir schon sind. Ich hoffe, es wird jetzt mal richtig cool hier. Wir sind ja schon richtig tief. Hier haben wir Lehm. Das ist schon mal richtig gut. Ich mache hier erstmal eine Fackel hin. Aber wir wollen ja immer tiefer. Und ich sehe da schon so einen Schädel. Und das Wichtigste, was war das Allerwichtigste, was ich zu Beginn des Let's Plays gesagt habe? Ich will nicht sterben. Und komischerweise, was passiert beim Let's Play Together als erstes? Ich sterbe. Aber hier bin ich noch nicht gestorben. Also von daher, bis jetzt sieht noch alles danach aus, dass ich mein Versprechen einhalten kann. Ich bin ziemlich stolz auf mich. Ich habe jetzt auch noch nicht so riesige, ja, gefährliche Sachen hier erlebt. Hier ist ja alles ruhig. Ich habe es ja extra so gebaut, dass theoretisch keine Feinde kommen dürfen. Naja, egal. Was erlebt ihr eigentlich so den ganzen Tag? Ja, also ich habe jetzt mir noch überlegt... Nachdem ich fertig gelernt habe, ja, man soll ja auch die reale Welt hier nicht vergessen. Ja. Habe ich noch ein bisschen gelernt und so. Und dann, ja, bin ich irgendwie auf Pokémon wieder mal gestoßen. Und da dachte ich mir so, Mensch, Yuki, du hast doch gesagt, wenn ein neuer Pokémon-Trailer rauskommt zu den neuen Spielen, musst du ein Yuki-Special machen, ja. Ich muss ein Yuki-Special machen. Und das Versprechen werde ich auch einlösen. Es ist in Arbeit, sozusagen, das Yuki Special. Ich weiß nur noch nicht, wann es online kommt. Aber Leute, jetzt kann ich ja, obwohl ich jetzt hier gerade bei Terraria bin, aber wie gesagt, wir bauen hier eh nur ab. Ich muss hier nur die Maustaste halten und ich will ein bisschen rumerzählen. Schon mal ein bisschen hier von meinen Dingen erzählen, ja. Ich will unbedingt ausflippen in diesem Video, wie ich... Also wenn ich weiß gar nicht, als ich zum ersten Mal den Trailer gesehen habe, genauso wie den anderen Trailer zum neuen Zelda-Titel. Alter, ich bin ausgeflippt. Ich bin wirklich ausgeflippt. Ich hoffe, ich kriege das nochmal so hin. Bescheid ist natürlich, ich kenne die Trailer ja schon. Die sind ja jetzt schon mega alt. Und da haben jetzt schon zig Millionen andere Menschen dazu ein Video hochgeladen. Aber das ist mir egal. Na, spring. Ja, wunderbar. Ich kann man irgendwie hoch? Ich weiß nicht, komme ich hier hoch? Komme ich hier hoch? Jetzt, nee. Jetzt muss ich erstmal hier eine Fackel machen. Sah irgendwie cool aus. Hier wieder so eine natürliche Höhle. Unglaublich. Sehr natürlich das Spiel, ja. Ja, also auf jeden Fall. Ich will unbedingt noch... Also Let's Play Together fand ich richtig cool. Muss ich weitermachen. Dann unbedingt diese Yuki Specials finde ich auch selber persönlich richtig cool. Was sagt ihr eigentlich zu meinen Künstlernamen? Also die Künstlernamen, Pseudonym, wie man es nehmen will. Oh, was ist das? Eisenerz? Sehr gut, wir haben Eisenerz. Yuki, wie findet ihr den Namen? Das Witzige ist, ich dachte wirklich, das ist ein Männername. Im Grunde genommen ist es aber ein Mädchenname. Aber ich finde den irgendwie cool. Ich will gar nicht erzählen, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Das erzähle ich vielleicht ein anderes Mal. Oh. Okay. Naja, egal. So, ich würde sagen, wir haben jetzt hier ganz schön rumgebuddelt. Wir wollten ja eigentlich tiefer. Ich wollte nur mal gucken, was da ist. Ich wollte nur hier dieses Loch mir angucken. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne reinschreiben, was ich hier so bauen soll. Das habe ich zwar auch schon im Let's Play Together gesagt, aber... Naja, ich sage jetzt einfach nochmal, ihr könnt mir hier auch, mich hier auch gerne danach fragen. Und ich bin echt gespannt, wie ihr das Let's Play Together findet. Ich freue mich da schon richtig drauf, wenn es online ist. Das macht ja, wie gesagt, mein...
Gesprächspartner, also der da mitgespielt hat, Raffi. Lustigerweise auch ein Let's Player. Joa, was kann ich noch so erzählen? Ich guck mal gerade, wie groß meine Aufnahme ist. 15 Minuten, nicht schlecht. Ja, was wollte ich noch erzählen? Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken gehabt und der ist mir dann wieder übelst weggeflogen. Was wollte ich jetzt erzählen? Was wollte ich jetzt erzählen? Ach ja, genau. Und zwar, ich mache ja meine Aufnahmen übelst professionell, ja. Also ich nehme jetzt zum Aufnehmen, falls euch das interessiert, Fraps. Ich glaube, das nehmen die meisten. Und jetzt kommt es für die Audiodatei, dass ihr meine Stimme hört, nehme ich mein Smartphone. Und am Anfang war das immer so witzig. Normalerweise nimmt man ein Mikrofon, ich weiß, mit Rauschfilter und das und das und das. Und dass das ja übelst professionell und so weiter ist, aber... Ich bin ein Student, ich habe jetzt nicht so mega die Ressourcen, da muss man kreativ werden. Und ich meine, nicht jeder will gleich hier übelst die Kohle für sowas ausgeben. Ich meine, es macht mir total Spaß, hier das aufzunehmen und so, ist keine Frage. Aber ich muss ja realistisch bleiben, ja. Und ja, deshalb nehme ich das jetzt mit meinem Handy auf. Muss die Datei dann nochmal umformatieren, damit ich diese beiden Sachen, also den Film jetzt, das ich jetzt gerade aufnehme, was ihr auf dem Bildschirm seht, und meine Audiodatei zusammenschneiden kann und dann nochmal gerendert wird. Dafür nehme ich Windows Live Movie Maker. Dieses Programm ist kostenlos, das war schon bei mir auf Windows 7 drauf. Das dauert eine halbe Ewigkeit, ehe das fertig ist. Und bei mir geht dann auch übrigens immer der Ventilator vom Laptop an, also es verbraucht anscheinend auch ganz schön Rechenleistung. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann dauert es nochmal eine halbe Ewigkeit, ehe es online ist. Also deshalb bitte auch nicht wundern, dass vielleicht zum einen erstmal meine Stimme vielleicht nicht so klingt, wie sie in Wirklichkeit ist, durch die Handyaufnahme. Zum anderen aber wiederum nicht wundern, dass ich vielleicht nur ein oder zwei Videos am Tag hochlade. Ich bin jetzt gerade auch, muss ich echt sagen, hätte ich nicht gedacht, auch ein bisschen überfordert, weil... Ich habe ja so viele Spiele, ich will die alle aufnehmen. Unter anderem habe ich auch Don't Starve. Das kennen wahrscheinlich jetzt auch schon richtig viele, aber Don't Starve finde ich sowas von cool. Das ist so ein cooles Survival-Horror, keine Ahnung, Spiel. Das will ich auch zeitnah endlich mal aufnehmen. Und dann gibt es ja noch immer andere Menschen, die dann zu mir sagen, ja, Ben, ja, Yuki, ich habe jetzt eigentlich schon fast mal richtigen Namen gesagt, aber egal. Diese Aufnahme könnt ihr beim richtigen Namen herausfinden, unglaublich. Yuki. Ja, keine Ahnung. Jetzt hat mich das gerade voll aus dem Rhythmus gebracht. Ja, egal. Jedenfalls sagen die dann auch noch zu mir, ja, du musst ja auch noch andere Dinge machen, ja. Du darfst ja nicht nur spielen und aufnehmen. Du musst noch das und das machen. Also wie gesagt, da geht auch noch Zeit drauf. Und deshalb nicht wundern, dass es momentan nur zwei Aufnahmen sind. Wenn ich im Rhythmus bin, könnten es sogar drei Aufnahmen werden. Ich will mir ja bald einen neuen Rechner holen, also einen richtigen Rechner, nicht mit einem Laptop. Der ist natürlich dann richtig leistungsstark und dann habe ich eigentlich zwei Rechner, dann kann ich immer... Oh, was war denn das? Scheiße. Wir wurden angegriffen und ich weiß nicht von was, ich glaube das war so ein Wurm. Ich muss erstmal hier... Oh, es kommt. Alter, wir werden doch jetzt nicht hier sterben. Warte, wir müssen ganz schnell hochbauen. Nein, wir sterben doch jetzt nicht etwa hier. Oh Gott sei Dank habe ich ein bisschen nehmen. Wir sind wahrscheinlich in das Territorium dieses Wurms eingedrungen. Wir haben keine Chance. Wir müssen die Axt nehmen. Oh Gott. Oh Gott, dieser Wurm ist ja echt gefährlich. Jawollo! So Leute, das war mal eine richtig knappe Nummer. Ich muss jetzt erstmal hier hoch, weil mit sowas habe ich gar nicht gerechnet. Ja, kann sein, dass ich dann hier wieder abbauen muss, aber ist mir jetzt auch egal. Hauptsache, ich komme jetzt hier erstmal wieder hoch. Jawoll. Ja, es ist natürlich noch nicht so genial gebaut. Ist alles nur so übergangsmäßig. Damit der Yuki auch ganz schnell in die Tiefe kommt, aber dann nicht weiß, wie er mehr hochkommt.
Ja, die Aufnahme ist auch schon gleich wieder zu Ende. In meiner nächsten Aufnahme werde ich bestimmt erstmal versuchen, hier hochzukommen und dann. Okay, ich schaff's, glaube ich, vielleicht noch. Ich nehme noch ein bisschen auf. Okay, das habe ich natürlich hier richtig gut gebaut. So richtig logisch auch. Also so richtig durchdacht, so richtig genial, intelligent. Ja, ist schon fast eine Treppe, Leute. Ja, ich mache das noch richtig ordentlich. Keine Angst. Ich sag das jetzt erstmal so. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich ordentlich mache. Weil so würde ich jetzt auch in echten spielen. Ich spiele das ja so, wie ich spielen würde, ne? Das dürft ihr ja nicht vergessen. Das sind ja keine Let's Plays hier, die übelst schon, wie ein paar gewisse Menschen, schon wissen, wie alles funktioniert und so. Und dann so tun, ja, ich mache ein Blind Let's Play und ich bin total blind, aber ich bin so gut, ja? Ich bin so überaus gut, obwohl ich das Blind spiele, ist unglaublich. Ich sterbe ja noch nicht mal, ja? Okay, ich gebe es auf, Leute. Das reicht erstmal für heute. Beziehungsweise für diese Aufnahme. Ich drehe ja gleich noch eine weitere. So viel sei gesagt. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr ein paar nette Kommentare runterschreibt oder sogar liked oder sogar ein Abonnement da lasst. Und ich sage das mit Absicht ganz zum Schluss, weil ich nicht so ein Typ bin, der andere so extrem unter Druck setzt und sagt, ja, wehe, du abonnierst mich nicht, Alter, ja? Na egal, also, meine abschließenden Worte wie immer. Ich hoffe, euch hat mein Video hier gefallen und so. Und ihr schaltet ein, wenn es wieder heißt, It's Yuki Time. Macht's gut, bis dann.